Aluminium. Ein Leichtmetall, das auch im Automobilbau mehr Ideen möglich macht. Zum Beispiel die Idee, einen Motor zu bauen mit großem Hubraum für mühelose Leistungsentfaltung. Dabei aber kompakt und leicht. Öleinspritzdüsen dienen zur Kühlung der Kolbenböden. Die kurze Kurbelwelle ist mehrfach gelagert und sehr schwingungsarm. Von einer Station zur nächsten, der kurze Motorblock des Audi V8. Acht Leichtmetallkolben für einen Motor. Zwei obenliegende Nockenwellen für jede Zylinderreihe. Der Zahnriemen für den Antrieb von Nockenwellen, Öl- und Wasserpumpe wird automatisch nachgespannt. Auf dem Weg zum Prüfstand. Ein fertiger V8-Motor. Zum ersten Mal in seinem Leben läuft der Motor. Und er verrät seine Leistungsdaten. Eine andere Station, ein anderer Werkstoff. Stahl, als Karosserieblech beidseitig verzinkt. Korrosionsschutz für ein langes Autoleben. Am laufenden Band werden Platinen zugeschnitten. Aus vollverzinkten Stahlblechen entstehen formstabile Karosserieteile. Roboter fügen Bodenbleche und Rathäuser zusammen, immer wieder mit gleicher Präzision. Das Lesegerät erkennt an der Kodierung, welche Karosserie gefertigt werden muss. Die vom Kunden gewünschte Ausstattung wird dann später in der Endmontage passend eingebaut. Das Schweißprogramm der Roboter richtet sich nach der Karosserievariante. Station für Station baut die Anlage automatisch die richtige Karosserie auf. Schweißpunkte verbinden die verzinkten Stahlbleche unlösbar miteinander. Die Zinkschicht um den Schweißpunkt herum schützt ihn dauerhaft vor Korrosion.
Die Anbauteile werden rechnerunterstützt der entsprechenden Aufbaustation zugeführt. Die elektronische Messstation. Die Maßhaltigkeit der Karosserien beweist die Prozesssicherheit der Fertigung. Jede Abweichung im Fertigungsablauf würde sofort erkannt. Auf die Innenseite der Motorhaube wird ein Spezialkleber aufgetragen. Außenblech und Innenversteifung werden dann in mehreren Schritten fest zusammengefügt. Der Kleber härtet später bei hoher Temperatur aus. Einbau der Türen, der Motorhaube und des Kofferraumdeckels. Damit ist der Aufbau der Rohkarosserie abgeschlossen. Die fertige Rohkarosserie eines Audi V8 auf dem Weg zur nächsten Station. Zur Vorbehandlung für die Lackierung. Aufrecht durchlaufen die Karosserien nacheinander verschiedene Vorbehandlungsbäder. Die Tauchgrundierung erreicht jede Stelle der Karosserie, auch alle Hohlräume. Später werden sie zusätzlich zur Vollverzinkung mit Wachs versiegelt. Die Grundierung ist eine von mehreren Lackschichten und eine Voraussetzung für ihre feste Verbindung. Thank you.
Vielfalt der Farben bringt Individualität und viele Farbwechsel in der Fertigung, ganz automatisch. Der Glanz eines Automobils ist auf den ersten Blick an seinem Äußeren zu erkennen. Aber der Lack bedeutet nicht nur Glanz, er ist wetterfester Schutz zugleich. Die farbigen Kabelisolierungen haben verschiedene Funktionen. Sie schützen vor Kurzschlüssen und sind unverwechselbar. Aus vielen Kabeln werden bunt gemischte Kabelstränge. Übersichtlich sortiert, immer gleich. Vollautomatisch. Aus Kabelsträngen werden Kabelbäume. Alle Verästelungen jedes Kabelbaumes werden einzeln geprüft. Die Schalttafel vor Montage. Funktionierende Technik und elegantes Design verbinden sich zu einer harmonischen Einheit. Audi V8 in einer seiner Montagestationen. Stahlseile des Sicherheitssystems ProConten, das bei einem schweren Aufprall die Sicherheitsgurte strafft und die Lenksäule vom Fahrer wegzieht, werden für den Aggregateeinbau vorbereitet. Das Viergang-Automatikgetriebe und der Achtzylindermotor bilden das Antriebsaggregat. Von einer Montagestation zur nächsten. Das fahrerlose Transportsystem verbindet sie miteinander. Die letzte Vorbereitung für den Einbau des Antriebsaggregats. Der Aufnehmer für die ProConten Stahlseile. Der Einbau des Achtzylindermotors mit dem Viergang-Automatikgetriebe, die sogenannte Hochzeit. Komfort hat viele Komponenten. Naturleder, es ist nicht fehlerlos. Der Sitzbezug des V8 ist es. Mehr Komfort durch eine Sitzheizung. Mehr Komfort durch elektrische Sitzverstellung und Programmierung.
Einbau der Hinterachse für den Quattro-Antrieb. Auf dem Rüttelstand erreichen die beweglichen Dämpfungselemente des Fahrwerks ihre endgültige Position. Erst dann werden die Schrauben des Fahrwerks mit den vorgeschriebenen Drehmomenten festgezogen. In der ECOS-Station wird das Funktionieren der Elektrik und Elektronik nochmals überprüft. In der ABS-Prüfstation beweist das Bremssystem des Audi V8 seine Funktionsfähigkeit. Eine weitere Prüfung. Nirgendwo darf Wasser eindringen. Letzte Kontrolle durch einen Meister. Das Auto wartet nun auf die Übergabe an seinen Besitzer. Holt er seinen Wagen selbst im Werk Neckarsulm ab, wird er von einem Audi-Mitarbeiter persönlich betreut. Eine Betreuung, die mit der Übergabe an den Kunden nicht endet.